Wo bin ich hier? Gecko? Dandy? Buffalo? Dandy, was machst du denn hier? Wo sind wir hier? Sind wir eingesperrt? Weiß nicht. Sieht so aus. Die Laser gehen nicht weg. Oh nein. Gecko, komm mal her. Hallo, Gecko. Hallo. Wo sind wir hier? Jemand. Hallo, Gecko. Rede mit mir. Dandy, da kommt jemand durch die Tür. Hey, wer denn? Oh, oh. Olette? Hallo, Olette. Wo sind wir hier? Ihr seid hier im Olette und im Catboy-Gefängnis. Und ihr werdet hier niemals rauskommen. Hä, wieso denn? Wir haben doch letztens noch bei euch in der Basis zusammen Kekse gegessen. Das war mal, aber ihr werdet für eine bestimmte Sache büßen müssen. Und deswegen haben wir euch eingesperrt. Hä, was denn? Was haben wir denn getan? Ihr habt unser Geheimversteck verraten. Ihr habt allen in der Stadt erzählt, wo unser Geheimversteck ist. Hä? Wofür? Das stimmt doch gar nicht. Ja, das stimmt echt nicht. Wir haben das nicht gemacht. Egal. Verrottet ihr im Gefängnis. Gecko, pass gut auf sie auf. Lass sie nicht entkommen. Okay, Olette. Ich lasse sie nicht aus den Augen. Oh nein. Was ist das, Freunde? Wir sind hier im Olette und Catboy-Gefängnis, aber die weiß nicht, dass wir Dandy und Buffalo sind die Meister des Ausbrechens und ihr wisst genau, dass wir richtig gut im Ausbrechen sind. Also schaut das Video bis zum Ende und verfolgt uns, wie wir hier ausbrechen und lasst dem Video ein Like da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und dann würde ich sagen, beginnen wir mit dem Ausbruch, oder Buffalo? Oh, warte, da kommt noch jemand, das Catboy. Wie? Wer kommt denn da? Ja, was geht, Buffalo? Geht's dir gut in meiner Catboy-Zelle? Ja, mir geht's echt gut hier. Du wirst sowieso nicht rauskommen. Und du, Dandy, du bist der Schlimmste. Du wirst für immer da eingesperrt sein. Was? Ich bin doch voll lieb. Naja, vielleicht bist du lieb, aber du hast unser Geheimversteck verraten. Und dafür wirst du büßen. Die PJ Masks lassen sich sowas nicht gefallen. Viel Spaß. Oh Mann! Aber Freunde, habt ihr gesehen? Er hat ja so einen Schlüssel. Wir müssen irgendwie an diesem Schlüssel kommen. Okay, wie komme ich hier raus? Gibt es hier irgendetwas? Nein, nicht ins Bett gehen, sondern... Oh, Freunde! Ein Schwert! Und eine Spitzhacke! Okay, wir müssen jetzt warten, bis Gecko weggeht. Gecko! Lass uns hier raus! Oh, Dandy, du hast einen Ausweg gefunden? Ja! Und ich kämpfe gegen Gecko! Du wirst... Hier nie wieder rauskommen, Dandy. Das wirst du bereuen, dass du raus... Oh, weg mit dir, Gecko. Oh, Buffalo. Hilf mir doch. Dandy, pass auf. Komm her, Dandy. Du wirst jetzt wieder eingesperrt. Nein, ich werde nicht büßen. Eingesperrt. Doch, du wirst dafür büßen. Niemals. Und weg mit... Oh, ich hab ihn besiegt, Buffalo. Mit zwei Herzen. Ich hatte nur zwei Herzen, oh Gott. Alter, der hat hier ein paar Sachen fallen lassen. So. Dandy, rette mich. Ja, Gecko, ne? Jetzt guckst du dumm aus der Wäsche. Ja, ich rette dich, keine Sorge. Und Buffalo, wir schaffen das. Wir sind Team Dandy und Team Buffalo. So, ich gebe genau, dir mal Leute. Hier diesen genau, Flammenwerfer. Aber wir müssen die Türen irgendwie aufbrechen. Oh Gott, das sind infizierte Olettes. Ah, das wird ja was. Okay, hast du irgendwelche Sachen bei dir gefunden? Dietriche oder so? Die haben immer, in jedem Gefängnis sind irgendwelche Klammern oder irgendwelche Sachen, mit denen man Schlösser aufbrechen kann, wenn man denn das Talent und richtig gut darin ist. Ja, hier, Dandy. Ich habe was gefunden, hier. Yeah, das wird reichen. Oh mein Gott, Freunde, das wird ja richtig cool. Okay, Ruhe, Ruhe, Ruhe. Und... Oh mein Gott, ich habe gerade einen heftigen Run. Weil ich bin Schlossmeister Dandy. Okay, warte. So, jetzt aber. Zack, zack. Okay, Dandy, ich bin mal gespannt. Du hast jetzt schon vier kaputt gemacht. Nee, nee, alles gut. Ich hab's aufgeregt. So, Freunde. Rein da. Ausbrechen ist angesagt. Mit uns macht man doch keine Spielchen. Oh mein Gott, Buffalo. Was ist das für eine verseuchte Olette-Armee? Wie viele sind das? Oh Gott, guck mal her. Bist du auch ein Böser? Nein, ich bin einer von euch. Ich wurde vergiftet, genau wie diese Olettes. Olette hat uns mit Gift überschüttet und jetzt sieh an, wie ich aussehe. Bitte helft mir. Dandy, wir müssen was unternehmen. Wir müssen was unternehmen. Keine Sorge, verseuchter Mann. Wir haben krasse Peng-Pengs aus der Zukunft und mit denen werden wir diese ganze Olette-Armee, die voll groß und mächtig aussieht und wahrscheinlich uns besiegen wird, besiegen.
Ja, oder? Das ist ein Plan, Dandy. Okay, Bruno, wir machen das so. Wir fangen von hier die Tür an. Du fängst an, die alle anzubrennen und ich gebe ihnen den Rest. Ich soll drinnen bleiben? Ne, du kannst auch rauskommen, aber beginn du. Okay, nicht alle auf einmal. Komm schon, Dandy. Pass auf. Und einen habe ich besiegt. Komm, schieß Feuer rein. Los, 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 los. Wir besiegen die, wir sind Team. Und bang, 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 bang. Oh, wir müssen auftasten. Okay, Munition, wir haben nicht so viel Munition. Sparsam umgehen, sparsam, das ist hier der Schlüssel zum Sieg, Freunde. Und zack, und zack. Oh, sorry, Buffalo. Ja. Wir müssen hier reingehen. Und jetzt rein, stürmen. Ich muss nachladen, meine letzte Munition. Ja. Oh, Buffalo, du hast so viele gepult. Raus hier. Was mit dir? Ich gebe den Rest. Mein Lasergun ist viel zu stark. Und zack. Und zack, zack. Und weg mit euch. Oh, wir haben den letzten. Ist die? Aber wo ist das Gegengift? Mist! Wir haben das Gegengift kaputt gemacht. Nein. Ich hab's aufgesammelt. Oh, zeig mal her. Oh, okay. Zur Seite, zur Seite. Los, bitte werf das Gegengift auf mich. Es tut alles so weh, meine Haut brennt. Okay, hier ist das Gegengift. Ach, vielen Dank. Ihr habt mir das Leben gerettet. Als Belohnung kriegt ihr den Schlüssel zu Olets Raum. Ihr seid die Einzigen, die eine Chance gegen die beiden haben wird. Hier ist der Schlüssel. Los, Buffalo, schnapp dir den Schlüssel. Okay, danke. Okay, Buffalo, wir haben kaum noch Munition. Wie viel Munition hast du noch? 11, aber noch hier, einen ganz vollen Tank. Oh, okay, okay, du musst auf jeden Fall diesmal das alles übernehmen, weil ich habe nur noch so ein bisschen. Okay, mach die Tür auf, rein da! So, und? Hat funktioniert. Nice. Ihr habt es also geschafft, bis hierher auszubrechen. Aber hier ist Endstation, ihr beiden. Ich werde euch eliminieren. So, beginn mit dem Flammenwerfer. Los, ich fang an. Let's go! Ah! Feuer! Damit habt... Wo habt ihr das denn gefunden? Nimm das, Olette! Lass uns raus! Genau, lass uns raus hier! Oh, ich hab keine Munition mehr! Ich komm mit Schwert! Ich komm mit dem Schwert! Und zack! Und zack! Also macht die Schaden! Oh mein Gott! Oh. Nice, Buffalo! Oh. Sollst du hier fallen lassen? Oh mein Gott, Rüstung! Tja, Olette, da guckst du dumm aus der Welche! Wir sind stärker, als du denkst! Oh mein Gott, warte, ich zieh mal schnell an! Oh mein Gott, hier sind wir voll stark! So, ich hab hier auch noch was für dich. Munition! Genau. Nimm schon mal die Rüstung. Komm, lass mal in den nächsten. Komm. Nice. Oh mein Gott, 4 Stück. Das ist ja easy. Wir schaffen das. Keine Sorge. Der ist direkt kaputt gegangen. Der dritte war schon kaputt. Der war schon angebrochen. Mist, Freunde. Ich guck mal, ob ich hier noch welche finde. Lasst alle dem Video jetzt einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal. Wir sind sowieso kurz vor den 80.000 Abonnenten, Freunde. Das heißt, oh, wir haben Dietriche. Abonniert den Kanal, dann unterstützt ihr mich. Und ich werde hier das Schloss für euch knacken. Und zack, und zack, und zack, und zack, und zack, und... Ah, ich hab's. Okay, rein da. Wow, eine Catboy-Armee und... Wer bist du denn? Das ist ein Professor. Ein Professor? Ha, 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 genau, ich bin ein Professor. Ich bin der Professor der PJ Masks. Aber leider wurde ich gefangen genommen, weil die da hinten, das sind nicht die wahren PJ Masks. Die wurden mit einem Trank belegt und böse gemacht. Oh, jetzt verstehe ich. Das hat mich auch gewundert, warum uns die PJ Masks eingesperrt haben. Weil wir waren mit denen eigentlich ganz gut befreundet. Hilft mir, besiegt diese kleinen Wichte hinter euch. Und wir brauchen dann hier zusammen ein Gegengift. Oh, ein Gegengift. Okay, kann man dem überhaupt vertrauen, Dandy? Ja, er ist ein Professor, hallo? Er hat studiert. Ja, okay. Okay, dann. Diesmal haben wir sogar Rüstung. Let's go! Komm schon, los! Oh. Ja, unsere Rüstung ist stärker als die denken! Wo bist du, Dandy? Ich sehe dich nicht da. Ich bin hier. Macht weiter, ihr seid prima! Komm schon, Buffalo, nur noch ein paar! Wir schaffen das! Und nachladen!
Okay, die haben hier echt ein paar Items hier gedroppt. Was ist da hinten? Und hier hinten ist noch was? Okay, du hast irgendwie alles eingesammelt, ja. Kann das sein? Professor, wir haben jetzt hier voll die komischen Sachen. Was sollen wir denn damit anstellen? Das ist eure Aufgabe. Hier, benutzt meinen Braustand und braut ein Gegengift mit den Sachen, die ihr bekommen habt. Was? Oha! Okay, Buffalo, ich gebe dir mal so die Hälfte. Da kannst du auch ein bisschen da was machen. Okay, Freunde, wir haben hier einen Braustand. Wie ihr wisst, tut man Wasser rein und Blaze Powder da oben. Und dann kommt da eine Netherwarte. Und wir machen erstmal aus den Wasserflaschen... wie nennt man die? Seltsame Tränke, glaube ich, nennt man das. Und danach gucken wir, was wir als nächstes tun. Und komm schon, lad. Wir müssen einen Trank brauen. Genau, Dandy. Der erste Schritt ist schon mal richtig. Okay, wir haben hier seltsame Tränke. Und jetzt haben wir noch Glowstone und eine glitzernde Melone. Ich glaube, wir tun eine glitzernde Melone rein. Mal gucken, was passiert, Freunde. Glaubt ihr, ich mache das richtig? Dann schreibt es in die Kommentare. So, wie sieht es bei dir aus, Buffalo? Ich frage mich, ob ich das richtig mache. Du machst das erstens so genau wie ich. Also, wir machen es ja gleich gerade. Von daher, ja, sehen wir das jetzt. Und ein Heiltrank. Was passiert, wenn ich jetzt noch diesen Glowstone das dazu gebe? Da muss doch noch was Cooleres passieren. Okay, ich frage mich auch, was dann passiert. So, Alter, es ist voll cool, Freunde. Oh mein Gott, aber wir werden hier auf jeden Fall ausbrechen. So. Und was wird geschehen? Oh, Heiltrank Stufe 2. Okay, Herr Professor, oh, wir haben Heiltränke Stufe 2 gemacht, ist das richtig? Oh, danke. Wie viele Tränke habt ihr? Drei Stück, oder? Ja, genau, drei Stück. Gehen wir den dritten Buffalo. Genau, einen für Catboy, einen für Olette und einen für Gecko. Genau, danke. Dann kriege ich wieder meine alten PJ Masks zurück. Als Belohnung kriegt ihr diesen Schlüssel. Danke für den Schlüssel. Okay, Buffalo. Let's go, lass uns den bösen Catboy erledigen. Und rein da. So, jetzt in die letzte Tür reingehen und da ist Catboy. Oh. Ihr habt doch gar keine Chance. Was denkt ihr eigentlich, wer ihr seid? Ich werde euch besiegen. Okay, Buffalo, fang an. Und los. Und zack! Lass uns raus! Wir haben dir nichts getan! Dandy, du schaffst das! Ich schaff das und du auch! Und ich muss nachladen und? So. Oh, Alter, ist der stark! Der ist viel stärker als Olette! Du bist nicht der wahre Catboy! Genau! Oh, die haben ihn besiegt! Und er hat ein Buch fallen lassen! Ich hoffe, dass da drin der Code steht! Und was steht da drin? 1, 2, 3, 3. 1, 2, 3 und die 3. Oh, es hat funktioniert. Okay, Freunde, wir werden auf jeden Fall mit diesem Code jetzt ausbrechen können. Und wenn euch das Video gefallen hat und ihr mehr sehen wollt, dann lasst jetzt ein Like da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke. Schaut bei Buffalo vorbei und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Tschüss. Tschüss.